Großer Andrang herrschte wieder beim Naturagart-Treff am 13. September. Im Gegensatz zu den mehr regional ausgerichteten Naturagart-Festen wendet sich diese Teich- und Gartenmesse gezielt an fachlich interessierte Besucher. Einen ganzen Tag lang konnten sich Natur- und Gartenfreunde über aktuelle Trends im Garten informieren. Ein Schwerpunkt war bei diesem Herbsttreff das Thema Teichsanierung. Entsprechend gut besucht war der Ausstellungsbereich Filtertechnik. Hier konnte man auch einen neuen, leistungsstarken Schlammsauger selbst ausprobieren. Darüber hinaus gab es auch zwei Fachvorträge zu diesem Thema. Dr. Holger Kraus berichtete an praktischen Beispielen aus dem Park, wie Teiche auf Störungen reagieren und was man dagegen tun kann. Aber um dieses Altern, egal ob von einem eutrophierten oder einem natürlichen System, zu verhindern, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als anzustreben, dass dieses Nährstoffniveau immer gleich bleibt. Das heißt, wir verhindern entweder, dass Sachen in unseren Teich reinfallen, oder wenn sie reingefallen sind, gucken wir, dass wir sie möglichst schnell wieder rausholen. Die technischen Aspekte solcher Sanierungsmaßnahmen waren das Thema von Norbert Jorek. Schlecht gepflegten Koi- oder Karpfenteich, dann hinterher nur eine Sichttiefe von ein paar Zentimetern und das Wasser ist grün von den Algen und schwarz von dem Sediment. Sie haben also dann diese typischen grün, braun, schwarz, grauen Teiche, die Sie eigentlich nicht haben wollen. Was tut man dagegen? Der Park hat den Vorteil, dass es auch ältere Teichanlagen gibt, an denen verschiedene Entwicklungen gezeigt werden können. Andererseits wird aber auch dafür gesorgt, dass immer Teiche gerade im Bau sind. In dieser Phase kann man natürlich verschiedene Aspekte deutlich besser erläutern als an dem fertigen Teich. In diesem Jahr konnte man sogar miterleben, wie die Folie in einer neuen Teichanlage gerade mit der Panzerschicht vermörtelt wurde. Da der Teich große Fenster hat, konnten die Besucher das Geschehen bequem aus unmittelbarer Nähe beobachten. Später werden in diesem Teich nicht nur Fische zu sehen sein, sondern auch Taucher, die hier für ein Schnuppertauchen oder einen Tauchschein üben. Die Mörtelschicht wird aus diesem Grunde nicht nur aufgespritzt, sondern auch noch geglättet. Das ganze Verfahren ist vergleichbar mit dem Verputzen eines Hauses. Es können dafür auch die gleichen Maschinen eingesetzt werden. Lediglich der Mörtel unterscheidet sich. Er enthält neben Zement und Sand auch noch verschiedene Zuschlagstoffe, die eine maschinelle Verarbeitung ermöglichen. Man kann den Mörtel natürlich auch konventionell mit Zement und Sand mischen, muss dafür allerdings einige Besonderheiten einhalten. Im Ergebnis entsteht eine praktisch unzerstörbare Teichdichtung, gut geschützt gegen das UV-Licht der Sonne und gegen etwaige mechanische Beschädigungen. Darüber hinaus wirkt der Untergrund in solchen Teichen viel natürlicher als eine kahle Folie. Wer sich mehr für Pflanzen interessierte, kam in der Naturagart-Gärtnerei auf seine Kosten. Agi Bücker referierte in den Gewächshäusern über Gartenplanung. Wer wollte, konnte auch gleich eines der vielen Sonderangebote nutzen. Fast während des gesamten Tages wurden Führungen und Vorträge angeboten, beispielsweise zur Filtertechnik am Unterwasserpark und bei den großen Stören im Aquarium. Viele Besucher sind teilweise weite Strecken gereist, Sie auch? Ja, 600 Kilometer fast. Also ich würde sagen, ein Besuch hier lohnt sich nicht. Es ist einfach so. Hier müssen Sie Urlaub machen. Hier muss man Urlaub machen. Hier müssen Sie Urlaub machen. Also dieser Tauchbasis und so weiter, Wahnsinn. Wahnsinn. Da steht man davor, man kriegt fast den Mund nicht zu. Man sieht es auf Bildern, aber wenn man es in der Natur dann sieht, es ist schon gigantisch. Ich hätte mir das wirklich so nicht vorgestellt. Der Naturagart-Treff war wieder ein voller Erfolg. Der nächste ist im Frühjahr 2015.